Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Wie du sehen kannst, geht es heute wieder einmal um ein Unboxing. Ja, ich habe wieder Post bekommen von UPS. Ist gestern reingekommen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir da Feines bekommen haben. Dann öffnen wir das gute Stück mal. Und wieder haben wir hier so eine kleine Aufreißvorrichtung. Das ist immer gut zu wissen, damit man nicht den kompletten Karton zerstört. Man weiß ja nie, wofür man den nochmal benutzen kann. Oder ob irgendwas ist, dass man das Ganze wieder zurückschicken muss. So, das haben wir. Dann öffnen wir das. Und da sehen wir sie schon. Wunderbar, ganz klein, aber richtig hübsch. Die DJI Mini 2, das Einhorn aus der Drohnenszene. Ja, da ist sie, die DJI Mini 2. Es gab ja schon in den letzten Wochen einiges an Gerüchten dazu, dass DJI eine neue Mini rausbringt. Es wurde dann offiziell nichts bestätigt, aber ich hatte ja in meinem Video darüber berichtet, dass ein YouTuber es gelungen ist, in seinem örtlichen Best Buy ein Combo-Package von der neuen DJI Mini 2 zu erwerben. Aus Versehen wurde das Ganze verkauft. Er hat es dann mit nach Hause genommen, hat es ausgepackt vor der Kamera. Dann ist er rausgegangen und wollte so auch mal starten. Nur leider war die App noch nicht angepasst, also so, dass er nicht fliegen konnte. Aber er hatte sie zumindest schon mal zu Hause. Und ein ganz interessantes Update dazu ist auch noch, dass er im Anschluss denselben Tag noch von Best Buy angerufen wurde, dass sie sich entschuldigt haben, waren recht freundlich, dass sie einen Fehler gemacht haben und ob er nicht doch bitte die Mini 2 wieder zurück in den Laden bringen könnte, was er dann natürlich nicht gemacht hat, verständlicherweise. Ja gut, und jetzt habe ich auch die DJI Mini 2 hier zu Hause bei mir. Es ist nur das Standardpaket. Ich habe mich diesmal gegen das Combo Package entschieden. Das hat einige Gründe, zu denen ich dann später noch ein bisschen drauf eingehen werde. Ja gut, dann machen wir das gute Kartönchen mal auf. Und diesmal wollen wir auch darauf achten, dass wir nicht den Originalkarton in irgendeiner Form beschädigen, so wie es mir bei der Pocket 2 unterlaufen ist. Also, dann wünsche mir mal Glück. Das scharfe Messer zur Hand. Dann ritze ich einmal hier. Einmal dort. Dass wir hier schon mal die Klarsichtfolie entfernen können. Okay. So, dann haben wir die Folie schon mal ab. Ganz Müll zur Seite. Und jetzt gucke ich mir das genauer an. Und hier unten ist nämlich noch ein Siegel. Das steht oben drauf. Das muss man erstmal vorsichtig entfernen. Oder ich ritze es einfach ein. Ich werde den Karton ja eh behalten. Und siehe da, wie von Geisterhand öffnet sich das Ganze schon. Ja, und da haben wir das gute Stück. Das ist die Kleine. Ich hatte ja bisher noch nie eine Mini gehabt. Das ist meine erste Mini und ich bin doch sehr erstaunt, wie winzig sie doch tatsächlich ist. Also okay, dann hole ich sie mal raus hier. Das ist ja echt ein wunderschönes Stück Technik, das kann man nicht anders sagen. Wie toll die aussieht, wie toll die Form ist. Es hat sich am Design gar nichts weiter geändert zur ersten Version. Die Verbesserungen stecken halt im Detail diesmal. Ja. Das sieht wirklich klasse aus. Ich stelle sie hier erstmal hin, in Front. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir noch weitere Sachen in dem Karton finden. Das kann man dann so rausheben. Kleinen Eierkarton hier. Und dann finden wir hier innen drin noch eine kleine Schublade.
Mal gucken. Das ganze Ding kann ich rausziehen. Ah, natürlich. Keine Drohne fliegt ohne Fernbedienung, ist ja klar. Bin jetzt so aufgeregt in diesem Unboxing-Video, dass ich fast die Fernbedienung vergessen hätte. Die haben wir dann hier. Kann ich schon mal öffnen. Es ist fast komplett dieselbe Fernbedienung wie bei der Mavic Air 2. Was wirklich gut ist. Darauf bin ich ja auch schon eingegangen. Der einzige Unterschied, den wir jetzt haben bei dieser neuen Fernbedienung, ist dieser Knopf hier, der halt doppelt belegt ist mit der Return-to-Home-Funktion und zusätzlich der Pausentaste. Ja, und sonst haben wir hier noch die einzelnen Flugmodi, Normal, Sport und Scene. Scene, das ist das, was früher Tripod hieß. Das ist halt dieser ruhige Modus, wie auf Schienen oder wie auf einem Stativ sozusagen, dass man ganz ruhige Aufnahmen machen kann, was sehr hilfreich ist auch. Ja, natürlich sind die Joysticks wieder innen versenkt. Die schraubt man dann hier auf. Den anderen auch. Und damit ihr euer Telefon unterbringen könnt, euer Smartphone, kann man das Ganze hier nach oben schieben. Das ist immer ganz lustig. Ja, und dann haben wir das Kabel hier einmal fürs iPhone, fürs Apple-System und dann Android für die Nutzer anderer Telefone. Ich krieg's das nicht raus, ich lasse es auch drin. Hab's jetzt gerade schon mal aktiviert. Piep, piep, piep. Und dann könnte es schon losgehen. Mache ich so mal wieder aus. Ja, falls euch meine Videos gefallen und gerade auch die Unboxing-Videos, die ich mache, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr ein kleines Like da lasst oder auch mal einen Kommentar, das nur mal so am Rande erwähnt. Wäre echt nett von euch. Ja, okay, was haben wir hier noch? Dann kann man das Ganze hier auch noch öffnen. Und dort sehen wir, dass wir die Kabel natürlich noch haben, zusätzliche Anschlusskabel. Hier ist ein Schraubenzieher, das hat mit den Propellern zu tun. Die sind halt anders als bei der Mavic Air 2 und bei der Mavic 2. Da braucht man einen Schraubenzieher für, der ist mitgeliefert. Und tatsächlich noch ein Satz Ersatzpropeller. Das finde ich auch gut. Falls mal welche kaputt gehen, kann man die austauschen. Ein Set mit Ersatzsteuerknüppeln, falls die euch mal verloren gehen, wenn sie aus Versehen beim Auf- oder Abschrauben ins Gras fallen oder so, könnt ihr die auch austauschen. Und natürlich, wie immer, ein USB-C-Kabel, mit dem ich schon langsam einen kleinen Handel aufmachen könnte, da ich schon so viele davon besitze. Ja, und hier sind dann natürlich die Kurzeinleitungen dabei, Quick Start Guide und doch ziemlich viel. Die Warranty, die Garantiekarte, ja, soll es die Regeln kennen, natürlich, bist du drüber aufgeklärt. Also viel Papierkram, ich bin ja schon so ein kleiner DJI-Junkie. Ich hatte erst überlegt, wenn ich mir eine neue Drohne hole, ob ich die alte dann verkaufe. Aber mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt, dass ich sie alle behalten werde und in meiner kleinen Sammlung halt ein kleines DJI-Museum eröffnen werde. Ja, okay, die Box stellen wir jetzt mal hier hin. Okay, könnt ihr sie auch schön sehen. Und dann können wir uns mal dem eigentlichen Kopter zuwenden. Ja, was haben wir denn hier? Super verpackt ist sie, das muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Lösen. Fangen wir mal hier unten an den unteren Propellern, die kleine Lasche zu entfernen. Das geht auch recht gut. So. Und dann haben wir natürlich die oberen Propeller. Nehmen wir die Lasche auch mal runter. Okay. Ja, und dann könnte man, wie man es gewohnt ist von den größeren Brüdern, halt erstmal die oberen nach vorne ziehen. So. Und danach die unteren nach unten klappen. Und damit ist sie dann auch schon entfaltet. Das kleine Stück Technik. Wunderschön sieht's aus. Ja, dann löse ich nochmal die anderen kleinen, wenn ich da rankomme.
So, oh ja, das ist das Batteriefach. Da haben wir dann diesen Aufkleber, der kann auch zur Seite. Unten das Batteriefach. Dann natürlich für vorne, für den Gimbalschutz. Auch gut gesichert. Also da kann man DJI wirklich nichts vorwerfen. Den Transportschutz nehmen sie sehr ernst. Das wird immer richtig klasse gemacht. Und vorne und hinten an den äußeren Flügeln haben wir noch mal so kleine Hinweisfolien. Die werde ich jetzt auch mal entfernen. Na, da kommt man nicht so gut dran, aber jetzt habe ich es so. Und damit dürfte ich sie komplett von allen Aufklebern befreit haben, sodass sie in ihrer ganzen Schönheit vor mir steht. Ja, natürlich das DJI-Logo obendrauf. Die Batterie ist bei diesem Modell innen verbaut, also nicht draußen, dass man die so abziehen kann. Man muss dazu hier hinten das Fach öffnen. Da gibt es einen kleinen Button. Den kann man... Ach nee, das ist das Licht. Haha. Man muss eigentlich nur unten ein bisschen dran ziehen. Dann öffnet sich das Ganze. Und ja, dann haben wir den Akku. Den kann man hier rausnehmen. Nicht so schwer, schön klein. Er soll jetzt eine Flugzeit von 31 Minuten bieten, was natürlich schon ein recht akzeptabler Wert ist. Das werde ich dann auch heute noch austesten. Ja. Da kann er dann auch geladen werden. Hier haben wir den USB-C-Anschluss. Und natürlich den Slot für die SIM-Card, für die Speicherkarte. Ja, okay, vorne nochmal schauen. Gimbalschutz, wie bei allen Modellen, ziemlich einfach gehalten. Und da ist dann die 4K-Kamera. Es soll angeblich dieselbe Kamera sein, die auch in der ersten Mini verbaut ist, in der Mini 1. Nur jetzt halt mit der Fähigkeit, auch in 4K aufzuzeichnen, das Ganze. Es sollen, glaube ich, 30 Frames per Second das Höchste sein, was sie aufzeichnen kann. Während die Mavic Air 2 natürlich mit 60 Frames per Second dienen kann. Ganz wichtig, 249 Gramm, damit fällt sie in den meisten Ländern nicht unter die gesetzlichen Beschränkungen für Drohnen. Das heißt, sie wird von daher eher als ein Spielzeug gewertet. Und man kann sie auch an Orten fliegen, wo es halt nicht so gern gesehen ist, dass man die Drohne aufsteigen lässt. Ich bin mal ganz gespannt, wie sich das dann in der Praxis damit verhält. Ob ich halt auch irgendwo den Mut habe, sie in Gegenden und Orten aufsteigen zu lassen, wo ich sonst mit der Mavic Air 2 oder mit der Mavic Pro nicht gestartet wäre. Da bin ich schon recht gespannt. Es kommt halt auf das Geräusch auch drauf an, dass sie bei Start und Landung macht, wie viel Aufmerksamkeit sie dadurch erregt. Bis Windstärke 5 soll sie dem Wind widerstehen können, was natürlich schon ganz beachtlich wäre. Das werde ich dann vielleicht mal ganz vorsichtig austesten. Ich hatte ja zu meinem Freund, dem Otter, gesagt, dass er nicht übers Meer fliegen soll mit der Drohne. Aber ich werde das heute mal machen. Ach ja, und übrigens, der Otter, dem war die Steuerung zu kompliziert bei der Mavic 2 Pro, sodass er dann doch über dem Meer gelandet ist. Und mein Herz ist dabei ein wenig in die Hose gerutscht. Ja, okay, gut. Dann werde ich jetzt erstmal den einen Akku, den ich habe, laden. Und der Controller ist schon größtenteils geladen, habe ich gesehen. Da fehlt nicht mehr viel und ich kann den ja auch nutzen als Powerbank gleichzeitig beim Fliegen, dass ich mal auch mein Telefon damit, mein Smartphone aufladen kann. Das ist ganz klasse. Ja, ich werde sie halt initialisieren und die App, das Update da konfiguriert wird, das werde ich alles vorher machen. Und dann sehen wir uns gleich bei den Aufnahmen, die ich dann mache heute. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, natürlich, klar. Und vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt. Das wäre auch ganz toll.
Ich versuche den Kanal ja größer werden zu lassen, dass es sich auch ein bisschen mehr lohnt für mich, das Ganze. Ja, und ich mache halt diese Videos sehr gerne für euch. Und da könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich werde dann in Kürze schon wieder weitere Videos machen mit der Mini 2 und natürlich auch mit der neuen Pocket 2. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch halt, dass ihr alle gesund bleibt. Habt viel Spaß, macht was Schönes. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.